Hallo und herzlich willkommen zu Smart Heads Europe, dein Kanal rund um die Themen Job, Geld, Leben, Business. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In dem heutigen Video geht es um den Lastenausgleich. Es ist ein Relikt aus den 50er Jahren und es sieht danach aus, als ob es wiederkommt. Was es mit Immobilien zu tun hat, warum du jetzt vielleicht sofort verkaufen solltest, all das erfährst du in diesem Video. Doch bevor ich wieder genau ins Detail einsteige, möchte ich dich ganz herzlich bitten, natürlich den Kanal zu abonnieren, die Videos zu teilen und zu liken. Das hilft uns bei YouTube sehr und in guter alter Manier verlieren wir keine wertvolle Zeit und legen jetzt sofort los. Ja, bevor wir in die Thematik genau einsteigen, fragen sich natürlich viele, was meint er denn mit einem Lastenausgleich? Nun, ich fasse euch das kurz und knackig mal zusammen. 1952 trat in Deutschland der Lastenausgleich in Kraft. Er hatte zum Ziel, dass ja Deutschland durch nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg ja sehr viele heimische Kriegsflüchtlinge hatten, die kamen aus Polen, Tschechien und so weiter. Und diese Leute haben ja nichts gehabt, als quasi nur noch ihre Kleidung am Leib. Und da hat die Regierung gesagt, wir müssen ja einen Lastenausgleich machen, wir müssen ja einen Cut machen und müssen diesen Leuten wieder Geldmittel zur Verfügung stellen, dass sie wieder ein neues Leben beginnen können. Und da ist man hingegangen und hat gesagt, man muss sich jetzt an die vermögenden Leute halten, die also nach dem Krieg nicht so viel verloren haben und muss da eine Vermögensbewertung vormachen. Man ist also hingegangen, hat da die Immobilien bewertet und hat da sage und schreibe 50% Lastenausgleich drauf erhoben. Das ist wirklich eine Nummer. Nun sagen viele, naja, es gab ja dann das Wirtschaftswunder und die Immobilienpreise sind natürlich dann wieder gestiegen. Das heißt also, der Lastenausgleich ist natürlich über die Jahre verteilt sehr gering. Wir wissen nicht, wie das nach Corona weitergeht. Momentan gibt es sehr viele Stellenanzeigen, die Firmen öffnen wieder, aber ganz ehrlich, Freunde, das haben wir letztes Jahr auch schon gesehen und dann kam wieder der Oktober, November und dann war alles wieder auf Null. Also, der Lastenausgleich wird diskutiert. Ein bekanntes Beispiel war schon Sigmar Gabriel, der am 17.04.2020 in der Bild-Zeitung gesagt hat, Deutschland braucht den Lastenausgleich. Und er wird jetzt in der Politik, in namhaften deutschen Parteien, immer weiter diskutiert. Und egal, ob jetzt eine Immobilienblase kommt oder nicht, wenn ein Lastenausgleich kommen würde, dann hätte dieses einen immensen Effekt auf die Immobilienpreise und würde gleich den Markt sozusagen richtig kaputt machen bzw. das Käuferverhalten massiv beeinflussen. Man muss sich das ja so vorstellen, dass wenn man dann Immobilien kauft oder verkauft, dieser Lastenausgleich ja gleichzeitig an der Immobilie anhaftet. Man kann ihn ja nicht loswerden und das ist natürlich, ich sag mal, ein Makel. Natürlich klar, das ist natürlich ein merkantiler Minderwert, wie es die Fachsprache nennt. Und das wird natürlich Folgen haben. Das wird natürlich das Kaufverhalten verändern. Man wird auch nicht mehr so viel mit Immobilien spekulieren. Es ist ja so, dass es mittlerweile ja auch eine Behörde gibt. Ja, und wer mir jetzt keinen Glauben schenkt und sagt, das ist alles wieder nur leere Phrasen, das sind nur Spekulationen, der kann gerne mal recherchieren. Es gibt das Bundesausgleichsamt. Das wurde 1949 ins Leben gerufen, das ist noch nicht abgemeldet, beziehungsweise hat noch nicht seine Funktion verloren. Im Gegenteil, ich gehe davon aus, dass dieses Amt bald wieder aufstocken wird, dass es neue Aufgaben zugewiesen bekommt nach der Bundestagswahl. Denn wir müssen uns ja immer eins vor Augen halten. Die Corona-Krise hat sehr, sehr viel Geld gekostet. Der Staat hat unwahrscheinlich viel Geld verschleudert in falsche Produkte, Masken und so weiter, aber hat auch unwahrscheinlich viele Hilfen den Leuten gegeben. Und der Staat ist ja nicht die Caritas. Das heißt, er muss ja sehen, aber muss ja auch irgendwie wirtschaftlich arbeiten und er wird sich das Geld wiederholen. Das geht nur durch Steuererhöhungen oder andere Belastungen. Und da man den Lastenausgleich ja schon in den 50er Jahren durchgezogen hat in Deutschland, sehen viele das als ein probates Mittel an, damit die Corona-Krise, damit die Finanzlöcher in der Corona-Krise zu stopfen. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass sich am Ende September, wenn die Bundestagswahl ist, dass sich dort der Wind drehen wird, da gehe ich felsenfest von aus. Denn es wird in Deutschland und nirgendwo anders in der Welt wird es Geldgeschenke geben. Und wie sich das auf den Immobilienmarkt auswirken wird, das wird meiner Meinung nach gravierende Folgen haben. Und selbst wenn keine Blase kommt, was ja viele Leute immer sagen, es gibt keine Blase und es ist der Immobilienmarkt ist überlastet, ist überheizt, da ist vielleicht die Luft raus. Wenn der Lastenausgleich kommt, dann wird das euren richtigen Impact auf den Immobilienmarkt haben.
Wie seht ihr das? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Habt ihr Angst vor Steuererhöhungen? Sagt ihr, ist mir doch egal, ist schon immer wieder gut gegangen in Deutschland. Oder ich zahle alles. Gibt es ja auch viele, die alles bezahlen und sagen, oder ich gehe zum Steuerseminar und hole mir dann das Geld irgendwie vom Staat wieder. Das würde mich mal brennend interessieren. Ich bin an dieser Stelle wie immer raus, sage herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bitte vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, die Videos zu teilen und zu liken. Und wir sehen uns schon sehr bald wieder in einem weiteren spannenden Video. Ich bin jetzt wie immer raus. Ciao, euer Alex.